Ich muss, es geht nicht mehr, ich kann es nicht mehr halten. Ich kann es nicht mehr halten, was soll ich denn machen? Haben Sie eine bessere Idee? Nein. Okay. Ich komme mit dieser Tastatur überhaupt nicht klar. Ich komme mit dieser Tastatur nicht klar, das ist so. Ich dachte, ich weiß nicht, was das Auto aufstehen lasse. Gut, das ging ja schnell. So, Lincoln 14 ist auf unterwegs. Wir fahren jetzt auf Streife. Ja. Der hat den offen stehen lassen. Ich kann es kaum glauben. Ist das gut? Ui. Karl-Heinz wird jetzt noch PD, habe ich das Gefühl. Mit 16 geht nicht, habe ich gehört. Ich habe jetzt ein PD-Auto und ihr so. Oh, das war ein PD-Ler, ne? Schlüsselschell ziehen. So, Sie glauben ja nicht, dass Sie mir damit davonkommen. Sie sind einfach über Rot gefahren. Haben Sie das gesehen? Da hinten war die Ampel komplett rot. Ja, ich hab's eilig. Ich krieg einen Führerschein von Ihnen. Jupp. Jupp. Wenn Sie das nochmal machen, nehme ich Ihnen den gleich ab, Herr Zimmermann. Ich hab jetzt Axel gelesen, die heißen ja Alex. Axel Zimmermann wäre lustig. Bin gleich wieder bei Ihnen, ne? Jupp. Haben Sie was im Kofferraum drin? Oh, einen Stein nehme ich mal mit. So, Axel, mit dem Stein hat es ausgeachselt. Achso, sehr, sehr, Alex, hier kriegen Sie zurück. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Diesmal nicht über Rot fahren, ne? Ihnen auch. Und immer schön toasty bleiben. Denn nur frischer Toast ist guter Toast. Das wäre aber so geil. Ja, ich geh's mit der Hose rum. Alter, wie schnell. Ey Leute, ihr habt gerade gesehen, ich habe gerade innerhalb von nicht mal 30 Minuten eine M4 und alles bekommen. Ist das geil. Oh ne, ich höre hier irgendwo einen Pediler. Hat hier irgendwo einen Pediler gehört, das ist nicht gut. Oh mein Gott, Jungs, Mädels, ich bin einfach voll bewaffnet. Mit Karl-Heinz. So, ist wer da? Autohaus? Ja, das ist natürlich blöd, ne? Verursacht durch einen Bug. Da. So, Sie nehmen die Hände nach oben, Sie nehmen die Hände nach oben, nehmen Sie die Hände nach oben, Hände nach oben. Alle die Hände nach oben, alle die Hände nach oben, Hände nach oben. Alle die Hände nach oben, so, Sie kommen alle mit, Sie kommen alle mit, Sie kommen alle mit. Alle mitkommen, alle mitkommen. Kommen wir alle mit. Alle mitkommen, alle mitkommen. Alle mitkommen! Irgendwohin, wo safe ist! Irgendwohin, wo safe ist! Hinten, Büro. Gehen wir alle da in diese Tür rein, alle in diese Tür. Und keine Faxen, keine Faxen. No Faxen machen. No Faxos. Oh, die Tastatur, ey. So, seid ihr alle mit keinen Faxen da? Alle machen jetzt keine Faxos? Habt ihr verstanden? Ja. Okay. Ja. Nur Faxos, kein Bullshit. Ihr legt euch jetzt alle auf den Boden. Alle auf den Boden legen jetzt, alle. Und keine Bewegung so. Ja, genauso wie der Herr da vorne. Auf den Boden legen, alle auf den Boden legen. Sollte ich hier irgendeinen sehen, der hier rauskrallt, ja, dann erschieße ich den Herrn in meiner Achsel. In meiner Achsel. Wenn hier einer rausrennt, habt ihr verstanden? Ja. Gut. Hallo? Hallo? Wollen wir miteinander reden? Wir können miteinander reden. Möchtest du rauskommen? Sie kommen rein, wie kleiner Goofy. Ja.
Dann muss aber ein Kollege von mir in die Tür stehen, ne? Ja, ja, das ist okay. Kommen Sie rein, Sie können auch in die Tür rein. Sie kleiner Goofy, Sie. So. So, passen Sie mal auf. Passen Sie mal auf. Ich pass auf. Ich hab hier hinten Geiseln drin. Wenn irgendwas passiert, knallt's hier aber gewaltig. Mhm. Wie viele Geiseln hast du denn? Genügend. Darf ich war im Wintercamp. Ich war im Wintercamp für schwer erziehbare Kinder. Ich okay. habe genügend Geiseln da hinten, um, ich weiß nicht, eine große Roulade draus zu machen. So eine, okay. Wissen Sie, also, wie nennt man solche Rouladen? Nennt man die Saftrouladen? Tut man da Saft, so Saftsoße-Rouladen? Ja, da Kohlrouladen, kommt ein bisschen drauf an. Ja, sonst mache ich draus so Rouladen mit Hack drin. Verstehen Sie, was okay. ich meine? Ja, ja, ich habe verstanden. Die kleine Goofy. Darf ich mit den Geist sprechen? Sie sind ein Feini. Ja, Sie können okay. mit denen sprechen, wenn Sie wollen, aber nur unter einer Bedingung. Ja. Sie sind ein kleiner Goofy. Ja, ich bin ein kleiner Goofy. Gut, das war die Bedingung. Gut, okay. dann, ich bring die mal vor. Das wäre sehr lieb. Ich stehe so lange draußen, ne? Sie warten draußen. Sobald ja. Sie hier sind, können Sie reinkommen. Schreiben Sie auf? Ich schreibe auf. Sie rufen heute Abend noch René Smog an und sagen ihm, dass er Jason panieren soll. Ich halte das nicht mehr aus. Ich warte seit Jahren drauf. Er hat die 3 Millionen Follower schon längst geknackt. Er hat Jason noch immer nicht paniert. Wer soll wen panieren? Ich spreng gleich neuen Automaten sonst hoch. Okay. Weiter im Text. Ich möchte hier abziehen. Ich möchte ja nicht in diesem Outdoors bleiben. Außerdem riecht es hier drin nach Urin. Ich möchte ja nicht mehr drin bleiben. Und ich möchte, dass Sie mir keine Nagelbänder hinlegen. Ich werde mir jetzt ein schönes Auto aussuchen und ich fahre damit weg. Okay, Jungs und Mädels. Ja. Primetime haben gesagt, geht's los und... Vertrau dem nicht. Okay, jetzt ist safe, okay. So, alle sind da bleiben, wo sie sind. Nicht bewegen, ja, kein Gas, kein Besuch. Wir sehen uns nie wieder. Nie wieder. Ich sehe schon dich auf Hausverbot. Huch. Ich habe lebenslanges Hausverbot bei Andes Autohaus. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Das sind natürlich ganz problematische Sachen. Noss, die geht nicht, da müsste das Ding tunen, Leute. Da müsste man das Ding tunen für Noss. Das können wir nicht einbauen. Du brauchst nämlich mittlerweile ein Nitro-Kit dafür. Und ohne den kriegst du das Ding nicht eingebaut. Dann schauen wir mal, ob wir damit wegkommen. Bleibt ungetunt, ne? Boah, weh, der hat mich verarscht. Das Ding fährt keine 300. Oh ne, ich krieg ja Rechnung für. Oh Kacke. Jetzt jedes Mal, wenn ich wo durchfahre. Da bin ich ja schon mal heftig Minus für. Okay, 3,9, 3,7, 3,13. Oh, 3,20, ich bin drauf. Die Frage, wie schnell ist die Highspeed? Ich komme weg damit, ne? Darf mir nur kein Auto in die Fresse spawnen. Alter. Okay, der Typ hat keine Scheiße erzählt. Das Ding ist gut. Alter, das ist knapp. Huch. Ja, ich hab mal so ein bisschen auf mexikanisches Essen angelehnt gedacht. Das wäre immer zu schön gewesen, hätte ich das nicht gesehen. Ja Leute, man kann ja mal probieren, auf mexikanisches Essen anzulehnen. Immer funktioniert es leider nicht.
Das wäre natürlich sehr schön gewesen, dass das funktioniert, ne? Aber leider, mexikanisches Essen ist nicht immer für alle da. Oh, das Ding beschleunigt halt so langsam, ne? Oh, Mann, ey. Aber Endgeschwindigkeit ist top. Komm, Karl-Heinz, drück in die Düsen. Wir haben so viel zu verlieren, Alter. Ich habe so viel Stuff dabei. Ey, dafür komme ich lebenslänglich gefühlt irgendwo rein. Die sperren mich ja dann für immer ein nach der Aktion jetzt. Ich habe ja so viele Waffeln. Aber eins könnte ich sicher sein, ich werde die Waffe nicht gegen das Video heute richten. Weil wenn, dann gehe ich in den Knast dafür. 100 pro. Ich gehe 100 pro nicht heute ins Krankenhaus. Komme, was wolle. Heute kein Krankenhaus-AP. So, ich muss gucken, dass ich gut Auto fahre. Ah, schau mal, der ist wieder hinten dran. Ui. Das war vielleicht eine schlechte Idee wiederum. Wenn mir da wer Vollgas entgegenkommt, war es das für mich. Das Ding ist ja mal so schnell und geil und wendig. 3,20! Ach, die ganzen Rechnungen, die ich kriege. Ich hätte das Kennzeichen abkleben sollen. Immer so sau viele Rechnungen. Ich umfahre gerade die ganzen Blitzer, ne? Nur so zur Info. Highspeed ist verunfallt. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Kann ich jetzt schnell was rippen. Der muss jetzt überlegen, wo ich abgefahren bin. Oh nee. Kurs verloren. Kurs verloren. Oh, schnell, schnell, schnell. Drück. Jungs, Mädels, ich glaube, ich bin weg. Leck mich. Ich bin weg. Jo, was ist denn Dogrot passiert, Zuckerboy? Okay, da ist mich da hinten, wer sieht, ist sehr unwahrscheinlich. Oh mein Gott, Karl-Heinz ist weg.